Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 94. Heute geht's im zweiten Teil zum Bau meiner Arkaden oder auch Tunnelarkaden, wie ich sie genannt habe, weiter. Und da möchte ich euch gern zeigen, was ich alles gemacht habe, wie ich den Unterbau gebaut habe, wie ich generell weitergebaut habe, was ich alles Schönes gemacht habe und dann was ich so Schönes versaut habe, diese Folge. Und zwar hatte ich eine Idee gehabt, wie ich meine Arkaden gestalten kann. Das war eine, ja, recht gute Idee am Anfang und es sah auch erstmal soweit alles ganz gut aus. Aber das Ergebnis hat nur so gar nicht für sich gesprochen. Und das, was ich da versaut habe, was ich falsch gemacht habe, das möchte ich euch natürlich heute im Video zeigen. Und dann heiße ich euch wie immer recht, recht herzlich willkommen. Und denkt dran, jede Woche Freitag 16 Uhr lade ich ein neues Video hoch. Und wir sehen uns gleich im Video. Bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück im Video. Und es geht natürlich gleich los auf dem Basteltisch, nachdem ich euch ein paar Bilder eingeblendet habe vom Grund der Arkaden, was ich jetzt angefangen habe, wie ich das mit den Hölzchen da so verleimt habe, was ich alles Schönes gemacht habe. Und jetzt geht es eben mit der Decke des Tunnels, der Tunnelarkade. Geht's weiter und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Ich hatte es ja schon gesagt, es wird ein Wartungslicht in dem Tunnel geben. Es gibt ja schon das normale Licht an der Rückwand, was ich in dem ersten Teil euch gezeigt habe. Das werde ich auch mal oben verlinken. Und jetzt kommt eben der zweite Teil, wo ich die Arkaden von innen, also alles ausbaue, was die Stützstrukturen angeht, wie das alles dann halten soll. Darüber kommt ja noch jede Menge mehr. Da ist ja noch, das heißt jede Menge, bei einer Modellbahn ist aber alles relativ. Da ist natürlich noch Platz oben drüber und da wird natürlich noch was hinkommen. Und der Bahnhofsbereich von meinem Ort Dobbingen da oben ist, der ja doch relativ schmal zurzeit ist, der wird natürlich dann ja massiv nicht erweitert. Er wird erweitert, sodass ich ein bisschen mehr Platz habe. Und ja, ich hatte es ja mal angekündigt. Ich habe ja mal gesagt, viele Teile meiner Modellbahn, die man immer so sieht und denkt, Gleiswüste, was weiß ich. Nein, viele Teile werden nicht mehr zu sehen sein zum Schluss. Ich werde sie zum Teil verbergen. Zum Teil sind sie ja schon verborgen. Das werden nur die mitbekommen, die jetzt schon relativ lange auf meinem Kanal unterwegs sind oder sich vielleicht auch noch dran erinnern. Keine Ahnung. Ist ja doch alles schon ein Weilchen her. Und viele, viele Teile werden eben im Dunkel verschwinden auf meiner Anlage. Das hat auch wirklich den Grund. Ich mag es zum Beispiel, wenn man auf einer Anlage, das sehe ich auch oft bei euren Anlagen, die zumindest so ein bisschen mit Tunnel arbeiten, dass ein Zug irgendwo verschwindet und dann an einer anderen Stelle wieder auftaucht, wo man sagt, hä, wie ist das jetzt da unterirdisch gemacht oder was ist da getan worden? Klar kann man das immer irgendwo nachvollziehen, so eine große Anlage haben wir alle nicht, dass wir sagen können, wir wissen jetzt nicht, wie der Zug von 20 Meter links nach 30 Meter rechts gekommen ist. Das ist nicht der Fall, bei mir schon gar nicht. Aber ich mag es trotzdem, wenn eben alles so ein bisschen verborgen oder geheimnisvoll, kann man vielleicht nicht sagen. Irgendwann kennt man seine Anlage aus dem FF. Oder sollte man zumindest, wenn man sie selber gebaut hat. Aber das ist ja auch egal. Ich mag's halt. Ich mag's, wenn irgendwo Züge verschwinden. Und ich mag aber allerdings auch nicht überall Tunnelportale. Ich habe das auch sehr schön bei jemandem neulich gesehen, da wo die Züge dann so verschwinden. Die fahren zwar durch in eine Brücke durch und verschwinden dann einfach. So habe ich es ja hinten links bei mir auch übrigens gemacht. Und das finde ich toll. Also nicht immer nur in Tunnel reinfahren lassen. Und klar, mitunter geht es nicht anders wie hier bei den Arkaden. Da geht das nicht anders. Da fährt auf der einen Seite rein, kommt auf der anderen Seite raus oder umgedreht. Das ist nicht anders machbar. Und ja, deswegen
muss man Tunneleinfahrten ranmachen. Aber gut, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich meine, wir auf der Modellbahn, wir kennen das, wir haben ständig Tunnel. Das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Da gibt es nicht annähernd so viele Tunnel, wie wir das immer so bauen können. Oder müssen, damit wir ja irgendwo unsere Wendestellen ein bisschen kaschieren können. Und wir wollen ja nicht bloß hin und her fahren. Aber gut, jetzt mal so viel zu den Tunnelportalen als kleiner Exkurs. Ich weiß, auch hier gibt es geteilte Meinung und das ist gut so. Jeder hat seine Meinung. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer drüber. Ich lese das ganz gerne. Ich beantworte ja sowieso jeden meiner Kommentare, die sie nicht immer geschrieben werden. Und und das könnt ihr gerne tun. Ich freue mich drüber. So, und der YouTube-Algorithmus übrigens auch, wenn man Kommentare hat, ne? Aber okay, wir wollen ja nicht jetzt hier von YouTube sprechen, sondern von meiner Anlage. Hier sehen wir jetzt natürlich schon das Vordach, was man natürlich später nicht mehr sehen wird. Ich habe es trotzdem wie immer schwarz gemalt. Es wird natürlich nachher verschwinden, ist klar. Es kommen ja von vorne die Arkaden dran. Von oben, da sehen wir übrigens die Stelle, was ich meine, wo die Klammern hängen. Bis dahin muss es ja noch hochgehen. Und wenn ich sage, jede Menge Platz, dann rede ich da wahrscheinlich über 3-4 Zentimeter. Aber gut, es wird auf jeden Fall jede Menge für den Bahnhof dazukommen. Ich kann eben noch ein bisschen was davor bauen. Da könnte noch eine kleine Straße ran oder was weiß ich, noch da oben ran gestaltet werden. Und dann sieht alles ein bisschen noch fülliger aus als der doch relativ schmale Bahnhof, der es bis jetzt ist. Es ist ja so schmal, weil ich ja früher Spur Z gebaut habe hier drauf. Und da war sogar nur ein Gleis. Jetzt habe ich sogar zwei Gleise und das Ganze in der Spur N. Deswegen ist das da oben relativ eng. Aber ich finde das gut, weil ich brauche ja den Platz. Hier sieht man es ganz gut, aber es macht sich. Wenn man jetzt hier vorne nochmal die Zentimeter dazu gewinnt, dann ist das alles noch ein bisschen, naja, ausgebauter und netter. Ist ja nur ein Zwischenbahnhof. Aber trotzdem, es kann ja doch alles ein bisschen schick werden. Hier schließe ich übrigens, ihr merkt, ich habe gar nichts erzählt zu dem, was ich mache, weil das ist selbsterklärend. Es ist ein Wochenupdate, es ist ein reines Wochenupdate. Und in diesem Wochenupdate zeige ich euch, was ich alles so Schönes gemacht habe in der Woche. Ihr werdet es ja wissen oder die mich noch nicht kennen, werden es kennenlernen, hoffentlich. Und jede Woche bringe ich da was. Und da kann man ja nicht immer diese riesengroßen Großprojekte da zeigen, die man ja in einer Woche gar nicht schaffen kann. Das mache ich dann meistens immer mal so ein bisschen als Gesamtübersicht, wenn mal so ein Projekt fertig ist. Obwohl Projekte fertig ist und nie werden in der Modellbahnanlage. Aber egal, hier schließe ich jetzt das Wartungslicht nach unten hin an. Da hatte ich ja immer schon das Kabel da oben dran von der Beleuchtung, die ja dahinter ist. Hier sehen wir, wie es da ist es an. Das ist also mein sogenanntes Wartungslicht. Das ist also alles, was nach unten strahlt. Da habe ich die Tunnel oben in der Mitte und natürlich unten zur Platte runter auch alles, wo ich mal reinlinsen kann, wenn mal irgendwo was ist auf der Seite. Da möchte ich natürlich sehen. Und das ist natürlich der Bereich, den ich gerade gemacht habe, wo ich meine Hände gerade reinlege. Und ich denke, da kann man, wenn man sowieso durch die Arkaden vorne reingucken kann, sehen, was liegt im Argen da drin oder was ist da generell gerade schiefgelaufen. Oder von der Seite könnte man auch noch reinschauen. Hier mache ich es mit verschiedenen Beleuchtungen. Ich habe ja insgesamt 4 verschiedene Beleuchtungsvarianten über der Anlage drüber. Da kommen wir aber auch mal später drauf. Das möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail reinbringen, aber ab und zu ändere ich da so die Beleuchtung bei mir. Und es geht beim Nachtlicht los, hatte ich ja schon mal erzählt, ne? Und aber okay, da kommen wir. Ich verrate schon wieder zu viel. Auf jeden Fall macht das Sinn und es macht Spaß, mit einem Wartungslicht zu arbeiten, weil der Sinn ist natürlich wirklich, dass man reingucken kann. Jetzt mache ich hier vorne noch eine Leiste ran. Eine Leiste, die mittlerweile fast in Gold aufgewogen wird. Ich habe die neulich gekauft. Ich dachte, ich setze mich auf den Hintern. Wo ich früher 99 Cent bezahlt habe, habe ich jetzt 6,99 oder sowas für die Leiste da bezahlt. Das fand ich schon ein bisschen heftig, wenn man da ein 10er-Paket kauft und man legt da knapp 70 Euro auf den Tisch, was man früher für einen 10er bekommen hat. Also das ist sehr, sehr heftig zurzeit. Also mit den Leisten da mal so verschwenderisch umgehen, wie ich gerade jetzt hier. Ich brauche bloß die 2 cm oben und bringe die Leiste mal schräg nach unten an. Aber es soll auch Stabilität geben und ihr werdet vielleicht sehen, wo ich gerade bohre da hinten. Da steht ja mein Tomix-Wagen in der Ecke. Das wird ja zum Beispiel auch die Tunneleinfahrt für das Gleis, was ganz unten drunter ist, auf der unteren Ebene. Und deswegen habe ich das auch gleich genutzt. So. Ja, 2 Tage Arbeit habe ich hier reingesteckt in die ganze Sache und war im Grunde genommen recht
positiv angetan. Wir sehen jetzt die Arkaden von vorne. Da kommt natürlich im nächsten Video ein bisschen mehr, was ich jetzt hier alles weggelassen habe. Ja, ich habe ja das alles da gedruckt und gemacht und das möchte ich euch heute nicht zeigen. Ich möchte euch nur mal zeigen, dass man doch relativ viel Arbeit reingesteckt hat, wozu man auch einen Heißdrahtschneider missbrauchen kann. Das haben wir gerade gesehen. Und ja, jetzt habe ich mir das so hingelegt. Da habe ich also eine Steinstruktur draufgebracht auf die Arkaden von vorne. Das habe ich mit so einer Rolle, das zeige ich, da oben liegt sie, das zeige ich euch auch im nächsten Video. Habe ich das so drauf gerollt und habe mir jetzt einen Farbton angemischt, der mir persönlich gefällt. Das ist so ein Ziegelrot, das habe ich aus zwei verschiedenen Farben mir zusammengemischt. Das war ein, so ein Schwarzrot, wie das hieß, ich hatte es ja eingeblendet. Und noch ein richtig kräftiges Rot, dass es ein bisschen strahlender wird. Und ja, dann habe das jetzt hier bemalt und habe da mein Herzblut reingelegt. Das übertrieben war es nicht. Und habe jetzt hier natürlich versucht, wieder mit Wash das Ganze irgendwo noch ja, zu altern. Ich kann das nicht so hellrot oder so ziegelrot da draufstellen. Und das muss schon alles ein bisschen gealtert sein, ein bisschen schön werden. Und jetzt hatte ich die Idee, ich habe es ja hier unten auch hingeschrieben, dass ich ja doch auf die Mauer Putz auftragen könnte. Und habe da auch wieder mein Herzblut reingelegt. Und habe das schön verputzt, wie man gerade hier sehen kann. Das sah auch recht nett aus oder sieht auch recht nett aus, kann man nicht anders sagen. Und da habe ich dann das alles fein säuberlich mit Wasser und mit dem Pinsel schön glatt gezogen, dass das eben auch alles ein schönes Bild ergibt. Und habe dann mir so gedacht, ich kann das ja so machen, dass ich eben so, als wenn das oben abgebröckelt ist, der Putz, wie man das jetzt hier sieht. Und habe das alles schön abgeschliffen, sodass ich eben wirklich ein schönes Bild erreichen kann. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich auch noch völlig zufrieden und völlig glücklich damit und es sah nett aus. Und ja, dann kam das dicke Ende, nachdem ich alles abgeschliffen habe. Wir kommen gleich hin. Hier sehen wir es nochmal, da habe ich es nochmal mit dem Pinsel nass gemacht. Das hat mich nicht überzeugt, was ich da gesehen habe. Das sah irgendwo, ja, sah das furchtbar aus. Das sah absolut schlimm aus, bin ich der Meinung. Und dann habe ich versucht, das mit Farbe, da müsste man gleich, ich gucke mal ab und zu hier runter in meine Timeline rein, mit Farbe versucht, das Ganze noch aufzuwerten und besser zu kriegen. Jetzt beim Licht hat man das so ein bisschen gesehen, dass da eben so sehr viele Schatten drin ist. Das war ja am Anfang relativ Absicht. Hier sehen wir es jetzt. Und nee, das hat mich nicht überzeugt. Ich meine, wenn man Modellbau 1:35 macht, was ja ein schönes Hobby ist, habe ich auch schon betrieben, kann man ganz, ganz tolle Modelle machen. Da kann man das machen. Da kann man so ein altes Bauernhaus, habe ich da schon mal mit verputzt. Das sah richtig nett aus. Ja, das war so ein richtiger alter Putz dann draußen dran. Der wurde dann eben auch wie hier. Das Schwarz bleibt ja nicht so bei Wash. Das wird ja dann so mehr so ein Graufilm. Das ist ja nur am Anfang so, wie es jetzt hier aussieht mit den Stellen. Aber da habe ich mich nicht überzeugt. Guck mal, wie das aussieht. Hier bin ich beim Auseinanderbauen schon. Ich habe es zerstört. Und fand ich ganz schlimm. Also mir hat es gar nicht gefallen. Klar, das ist jetzt die Beleuchtung von schräg unten. Wenn das vor mir stand an der Wand, es sah nicht wirklich schlecht aus. Aber es sah auch nicht schön aus. Also nicht schön genug, dass ich das anbringen wollte, dass ich sagen konnte, jawohl, das ist ein zentraler Blickpunkt. Und also habe ich es auseinandergebaut. Und dann bauen wir nächste Woche was Schöneres. Ich bin schon dabei. Dann würde ich sagen, das war's für die Woche. Ich verabschiede mich recht herzlich von euch. Und dann sage ich, macht's schön gut. Bleibt eurem Hobby treu, trotz des schönen Wetters. Und dann bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.